Du warst 28, Mann. 27, echt? Aber danke. Pass auf, das ist eine Haftbombe. Na, oh. Ja, du kannst mittlerweile mit deinen Falten hinterherwerfen, oder? Wir waren doch mal Freunde, oder? Einer hat einen Hit. Einer ist tot. Ey, Säbel ist so geil, Alter. Das ist der dritte, den ich abgestochen hab. Es wird mir auch reichen, eine Hexe zu sein, ne? Bist du doch. Was verlangst du denn? Ich glaube, das kannst du nicht bezahlen, Baby. Mach die Pferde scheu. Ja. Oh, hier. Wieso wirren die, Alter? Da sind welche. Einer. Monopoly, du würfelst, ziehst. Aha. Da ist einfach mal ein Lieferwagen gerade eben hier vor unserer Tür gefahren und wieder weggefahren. Also. Zu so später Stunde. Ja. Ja, eben. Genau deswegen habe ich mich ja kurz mal ans Fenster gestellt. So als braver Deutscher muss man das ja. Nee, also dich gesehen und ist wieder umgedreht. Ja, wahrscheinlich. Nicht, dass wir einen Headshot gedrückt hätten. Ja, also wie gesagt, so Among Us oder Phasmophobia, das war halt das, was ich so in den letzten Tagen immer gespielt habe. Also irgendwie Spiele, wo ich mich da dezent zurückhalte. Oh, sorry. Oh, hat mir mit einem schweren Messer eine gegeben. Ja. Jetzt brauche ich ein Medikit. So, ich habe nochmal nachgestochen. Ja. Puller-Party, meinst du? Ne, was weiß ich. Heißt das Puller-Party? Ne. Fummel-Party. 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 Genau. Oh, da sind welche. Fummel-Party. Die Fummel-Party, okay. Ja, genau, komm zu mir. Oben im Gebäude. Mhm. Ist klar. Er weiß einfach instant, dass ich da bin. Sag Bescheid, wenn er runterkommt. So, der Säbel hat sich schon bemerkt. Der andere ist auch tot. Okay, cool. Jetzt kommt was. Was mein Hinweis. Ey, letztens ist mir was passiert. Haben wir einen gekillt. Dann haben wir den gesucht. Und der Typ lag einfach nicht da. Ach so. Wo ich den gekillt habe. Der war einfach weg. Hatte ich noch nie. Aber nie wieder gesehen. Ja. Gibt's doch nicht. Vielleicht lerne ich dabei ein bisschen Koreanisch. Koriander. Ja. Um was geht's in der Koriander-Serie? Um ein Rezept, wo ja, man... Ich hoffe ein bisschen so um Schnulze und Liebe natürlich. Ne? Ach so. Ja. Können die das? Also naja, wohl. So ja. Die asiatischen. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem sentimentalen Trip. Aha. Oh. Ich habe mir letztens auch erst wieder Titanic angeschaut. Oh bei Netflix, oder? Ja. Weil der da hinzugefügt wurde und ich habe mir gedacht, der ist einfach in den Top 10, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, natürlich. Ich habe letztens einen Witz gehört. Titanic, ich habe sogar geweint. Und zwar vor Lachen, als der Typ mit einem lauten Plonk auf die Schiffsschraube flog. Naja, also eigentlich, ich weine jetzt nicht wegen den Schauspielern oder sowas bei dem Film. Ne? Also zum Beispiel Leonardo DiCaprio ist mir eigentlich scheißegal. Ich frage mich nur logisch, hätten nicht zwei Personen auf diesem Holz treiben können? Ja. War egal. Um was es letztendlich geht, war halt, es ist wirklich passiert. Mhm. Ja? Und du musst dir halt auch vorstellen, das ist einfach so eine Naturgewalt. Ja? Es ist Eis. Es ist fucking stinknormales, gefrorenes Wasser. Ja? Wie viele Menschenleben damit zugrunde gehen. Da hast du keine Chance, Alter. Da hast du keine Chance. Ich bin...
Anfang, Ende April, Anfang Mai war es, glaube ich, ins Wasser gegangen. Das hatte 11 Grad. Mhm. Oder lass es 12 sein. Ey. Das ist auch schon heftig. Alter. Hält man auch nicht lange aus. Nee. Ich bin ein paar Meter rausgeschwommen, wieder zurück, Alter. Das, da muss ich also wieder raus. Mir taten die Oberschenkel weh, alles. Jetzt stell dir vor, rings um dich ist einfach nur Wasser und es ist noch kälter. Ja, das ist, da gehst du drauf, da hast du keine Chance. Ja, Niki, ich spiele ja auch nur noch sporadisch mal Hand. Ja, also ziemlich nachlässig von dir, ne? Naja, anderes zu tun. Ich spiele jetzt hauptsächlich EFT. Was? Du? Nein, du. Ach so. Ich habe verstanden, ich spiele jetzt hauptsächlich EFT. Ja, da kommt es raus. Es ist so geil, also, es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich rede dir auch nicht rein. Und, du hast überhaupt keinen Schuss. Ja, so, jetzt bin ich dann, bin ich langsam in EFD rein. So, jetzt. So? Machen Sie sich etwa lustig, junge Dame? Ach man, die junge Dame, die ist bald alt. Ja. Ja, ich habe in. Oh, warte mal, ist das schon der 24.? Heute ja. Ich habe in 8 Tagen Geburtstag. Und du warst 28, Mann. 27, echt? Aber danke. Ja. Ach so, ich dachte, du bist schon 27. Oh, oh warte, jetzt muss ich nachrechnen. schon älter als 27. Warte, 93 gebound. Gebound. Das heißt, eine Bounty gemacht. 93, ja, meine erste Bounty hinter mir. 93 gebaut, das heißt... Aha. Ich werde 27, ne? Ja. Okay, danke. Gut. Hast du nicht letztens gesagt, du bist 27? Ich. Hab ich? Ja. Ich muss mal aufs Video. Irgendwo haben wir es jedenfalls schwarz auf weiß. Videobeweis. Ja. Aber letztens habe ich auch gesagt, ich bin 25, ne? Ich meine, ganz ehrlich, ab dem 18, also gut. 18. Geburtstag merkt man sich, 20. merkt man sich auch noch. Und dann irgendwann musst du dir echt so überlegen, wie alt war ich nochmal? Ach so. Meine Mutter hat mich letztens auch gefragt, sag mal, wie alt wirst du jetzt? Hey Mann, ich stell dir vor, ich muss bald bis 50 zählen. Und du versagst schon bei 26. Die Hälfte aller. Das ist mich verarscht. Und wie alt bin ich dann? Was? Nein. Wie alt ist hier Dings nochmal? Micha. 29. Echt? Oh. Ja, Baujahr 91. Ach so? Ich dachte jetzt auch, du warst schon 32 oder so. Nein. Er macht mich einfach noch älter. Da war das Pascal, glaube ich. Da war auch schon 30. Wann klopft denn die 3 an? Erst nächstes Jahr zum Glück. Aha. Im Juli dann. Sind welche drin, Juli. Oder? Ja. Ich stell mir dich jetzt gerade vor mit einem Blumenkränzchen. Im Juli? Ja. Ich habe im Juni. Müsste reinrennen und alle abstechen. Aber das Gute ist, ich sehe jünger aus, als ich bin. Das Gute ist... Ja, das können wir leider nicht nicht beurteilen, außer Matze weiß, wie du aussiehst. Ja, ich weiß es. Echt? Und sieht er jünger aus? Also ich würde immer jünger geschätzt, als ich bin. Waren die da noch drin? Ja, der hat gerade da durch den Schlitz da gelunzt. Also ich kann es halt jetzt nicht beurteilen. Ja. Finde ich auch ein bisschen gemein, aber okay.
Oh, hier unten brennt's nicht mehr. Warte, ich renn jetzt rein und tanze um die drum rum. Hat er, nein, bleib hier. Hat er einen Schrotflinte gehabt? Ah. Oh. Pass auf, das ist eine Haftbombe. Oh. Ich wollte den Boss damit treffen. Oh. Hat er einen Schrotflinte gehabt, Micha? Nee. Okay. Er hat mich mit einem Revolver angeschossen. Mann. Hast du auf mich geschossen? Nee, ich wollte auf die Spinne schießen. Oh, einer steppt hier oben oder hinten. Nein, jetzt haben die gekillt. Hm? Ey, jetzt kommt der blöde Emulator hier rein. Das darf doch nicht wahr sein. Der hat sich gerade geheilt. Ich. Ach du. Hm? Wo ist dein Kumpel? Weiß nicht, ich such den gerade noch. War der alleine? Hm. Kann schon sein. Dann war der alleine. Eiskalt abgestochen. Schon den zweiten. Ich brauche ja keine Waffe, keine Schießeisen. Ja, du kannst mittlerweile mit deinen Falten hinterherwerfen, oder? Wir waren doch mal Freunde, oder? Ja, aber ich hab dir ja schon mal gesagt, ich würde gerne mit dir tauschen. Naja, das ist halt... Doch, doch. Das kann keiner verstehen. Also, wenn, klar, würde ich tauschen. Gar kein Problem. Weißt du, so, es reizt halt schon sowas wie ein Vampir ja, zu sein. Ja, geil. Das wäre es. Vampir wäre mega cool. Ja. Aber dann natürlich nur, wenn du richtig Fettkohle hast. Weißt du, ja, hast, kriegst du ja dann automatisch, lebst ja dann ewig und... Ich würde direkt erstmal ein paar Banken ausrauben. Ja. Und natürlich. So wie. Hm? Was denn? Ja, sag. Und, nee, sag und natürlich, musst auch am Tag rumlaufen können. Na. Wenn du es willst. Ja, halt glitzernd, ne? Echt? Nee, ach so, du hast ja hier zu viel Twilight geguckt. Oh. Also. Jetzt, ich bin weder Team Edward noch bin ich Team Jacob. Ich finde das ziemlich schwachsinnig. Okay. Ja, ich verstehe auch nicht, wie man auf glitzernde Vampire kommt. Ich auch nicht, Alter. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Storys bis zum dritten Teil eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Dann hat es mich eigentlich nur noch. Also, ich könnte eigentlich voll der gute Film kriegen. Ich hab's nicht bloß drei Teile. Nee. Na klar. Es gibt mehrere. Nein. Glück habe ich. Der dritte war bloß zu zwei Teilen verarbeitet, oder? Ah, warte mal, es gibt... Bis zum Abendrot. Warte, es gibt... Nicht Abendrot. Matze, die sind am Tor. Abendrot. Also Matze, bis zum ja. Micha kommt ja nicht zu Wort. Stunde bis zur... Abend geht, dann gibt es noch Eclipse. Da muss ich rüberrennen dann. Ich hab ja. Ich renne mal rüber ins andere Gebäude, Micha. Der eine ist jetzt auf dem Compound. Die sind beide hier bei der Hütte. Einer hat einen Hit. Einer ist tot. Sauber. Der andere ist hinterm Gebäude. Also ich wäre, wenn ich ein Vampir wäre, gern der von The Preacher. Jetzt muss ich überlegen, die Kutsche. Hilfe. Oh! Die Serie mit, auch mit einem Vampir. Ich komm nicht mehr hoch, Alter. Und,
Der Typ, der trinkt einfach alles, was ihm in die Hände kommt. Mhm. Abflussreiniger, alles, was knallt. Okay, ja, nee. Ja. Ey, Säbel ist so geil, Alter. Das ist der dritte, den ich abgestochen hab. Ja. Oder so eine, es wird mir auch reichen, eine Hexe zu sein, ne? Bist du doch. Boah. Oh. Das, aber ja, das war die Rache für die Falten. Ja. Aber wenn ich eine Hexe wäre, ich würde mir schon Geralt von Riva Wesemir holen. Ne? Ach so. Das also, war ja klar. Also mich. Mich. Auf jeden Fall. Ich krieg vor allen Dingen, ich krieg zu meinem Geburtstag, bekomme ich eine Geralt-Torte. Oh. Wieso? Was ist das für eine? Springt nackter Typ raus oder was? Ja, sowas ähnliches. Quatsch. Doch. Oh, voll also, eklig. Ich hab meine. Hallo, voll geil. Ich hab meiner Mama. Ja? Hab ich also die backt sehr gerne und sie backt auch sehr gut. Aha. Sie hat auch so einen Lebensmitteldrucker und so, ne, wo sie Zuckerpapier bedruckt. Okay. Und so. Habe ich gesagt, ich möchte so eine Torte, hab ein paar Bilder aus dem Internet rausgeholt. Und das heißt, sie backt eine Torte, was dann aussieht wie diese Badewanne, mhm. Ja, also auf KitKat und heißt blaue Sahne obendrauf, ne? Und da ist dann ein nackter Geralt von Wesemir drin. Aha. Ach so, ich dachte jetzt, ein echter Typ springt da raus und... Ja... hast du Zeit am 5. Dezember? Was feiern? Was bezahlst du denn? was verlangst du denn? Ich glaube, das kannst du nicht bezahlen, Baby. Aber Vorsicht, der hat Falten. Ja, ich glaube, der halt von Überwesemir hat auch Falten. Stimmt, der hat mehr als ich sogar, glaube ich. Meinst du? Mhm. Am Sack vielleicht. Also, Narben hat er auf jeden Fall mehr. Das stimmt. Ja, aber auf Narben stehe ich. Narben sind richtig sexy. Das stimmt, das geht vom Alligator. Aber willst du sie haben, brauchst du Narben. Ja. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Was ist das vom Alligator? Ja, so heißt der Sänger. Ach so? Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Ah. Ich habe eine Narbe, auf die kann ich eigentlich ganz gut und kann verzichten. Was hast du denn für eine Narbe? Am Schädel. Achso. Von vorn bis hinten. Was? Was? Was hast du gesagt? Es ist alles gut. Hast du gesagt, am Sack? Nee. Was? Nee. Ich will's auch hören. Micha, was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden, ich hab nur das Lachen gehört. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gedacht, ach so, ich dachte schon. Weil ich hab schon mal so ein Gespräch gehabt mit jemandem. Das war, glaube ich, auch so eine Discord-Konversation. Aha. Da haben wir auch dieses Thema Narben gehabt, ne? Wo ich mir dachte, so Schauspieler in Filmen, die irgendwo eine markante Narbe im Gesicht haben oder so, das macht schon viel aus. Mhm. Also das macht sexy. Das siehst du ja so im privaten Bereich draußen auf der Straße eher weniger. Aber in Filmen hast du ja als schon so jemanden, so eine Narbe über dem Auge hat oder irgendwas, ne? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch eine Narbe, die ist auch ziemlich sexy. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, was denn für eine? Und dann haut der einfach raus, ja, er ist beschnitten. Weißt du, und ich denke mir so, wow, okay. Das ist doch keine Narbe, oder ist das eine Narbe? Wenn gepfuscht worden ist. Ach so. Wenn die, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn da gepfuscht wird, ist alles ab. Obwohl, dann bleibt wahrscheinlich auch eine Narbe. Wie meinst du das? Wenn gepfuscht wurde. Ja. Bleibt eine große Narbe. Ja, dann ist Schniedelwutz im Arsch. Ach so, meinst du das? Also ich finde das mit dem Beschneiden eigentlich keine schlechte Sache. Also jetzt nicht vom Glauben. Das sagt also uns eine Frau. Nicht von der Religion. Ja.
ja so. Also, wie gesagt, ich finde es jetzt von religiösen Anteil finde ich es jetzt echt nicht, also das verstehe ich nicht. Aber so rein körperlich, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht mit Beschneiden. Sehr schön, danke. Sagst du danke? Oh, weil mich ja mal geholfen hat. Achso. Alter, jetzt kommen zwei von denen noch. Warte. Ich komme. Ja, geht schon. Okay, sehr gut. Oh, da sind noch Köter. Alter, was ist denn hier los? Ey, nur, dass keine Jäger gekommen sind. Wir wären voll draufgegangen. Und dann Niki noch mit ihrem Pimmelbeschneiden im Ohr. Nee, weißt du, es gibt ja manche, die haben zum Beispiel diese Vorhautverengung. Dann müssen sie es ja aus medizinischen Zwecken machen, ne? Ja. Und. Aber sind wir mal ehrlich? Wofür brauchst du eigentlich diese Vorhaut? Er muss den lieben Gott fragen, der hat uns gebastelt. Ich kann es dir nicht verraten. Ich weiß es auch nicht. Ja, musst du mal einen Urologen fragen. Also ich finde es ohne, finde ich es auch viel sauberer, ne? Jetzt habe ich es fast zu lange in der Hand gehalten. Naja, es ist ja eine Frage der Hygiene. Ja. Also ich möchte sie nicht vermissen. Ja, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre. Ja, ich hätte es auch damals nicht vermissen wollen. Nicht ohne meine Vorhaut. Ja. Also mein Bruder hat sich beschneiden lassen. Mhm. Da war er 25. Das hat er aber tatsächlich machen lassen, weil er damals mit einer Kuchen war. Ach so. Die Verlegung hat aber auch nur ein halbes Jahr gehalten. Und jetzt ist er nicht geschnitten. Na ganz toll. Der Pimmel weg. Die Alte weg. Ja, der Pimmel ist ja noch da. Na ja, das ist ein halber Pimmel, Alter. Alles für den Arsch. Alter. Oh, ich verrecke gleich. Oh, mich trifft aus hier. Aus? Ja. Ich hab mir meine Spritze in den Arsch. Aus, Assassine, aus. Sitz. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Ach hier. Kannst du auch deinen Säbel nehmen für mich? Ne, da macht er nicht so viel Schaden. Das stimmt. Ich hab schon drei weggesäbelt heute. Ja. Eine Sense war geil. Da war ich der Sensenmann. Ja, Mann, das wäre geil. Die würde ich auch öfter spielen. Was war denn das für ein kurzer Anfall? Sehr gut. Das war's hier schon wieder mit dem Jäger oder was? Tja, hier ist keiner. Ich hab gerade geguckt. Ja. Okay. Fällt das Porzellan in den Sand und verträgt, lass liegen. Lass liegen. Der Gerüst mit dem Panda nicht mit, lass liegen. Lass liegen. Ich schenk dir mal einen anderen Ohrwurm. Was singst du da für Lieder? Auch von dem Alligator. Ach so. Sehr schöne Lieder. Kinderlieder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das sind auf jeden Fall sehr gute Kinderlieder. Raus hier, wie er seine Pfeile verschießt. Gleich kommen Jäger und er hat keine mehr.
Doch, doch. Ey, warst du eigentlich schon von Anfang an in der Armbrust drin? Ja. Ach so? Kümmert er, alter Jüngling. Ja. Macht die Pferde scheu. Ja. Oh, hier. Wieso wirren die, Alter? Da sind welche. Einer. Ich bin raus. Auch. Scheiße! Ich dachte, wir aktivieren, weil du ja deine Bomben schmeißt. Und dann dachte ich mir, nee, das kann doch nicht sein. Nee, ich habe gerade geguckt, ob ihn einmal geht. Oh, Mist, den hätten wir noch schön umbringen können. Ja. Ach, ärgerlich. Du sagst auch nichts. Ich sitze da und tagträume. Nee, ich habe es jetzt gerade, als es noch 5 Sekunden war, ach so, gemerkt. Hätten wir eh nicht mehr rausrennen können. Hm. Schade. Den hätte ich abgestochen. Ich geh mal schnell einen räuchern. Du das. Ja, ich glaube, die Gelegenheit nutze ich. Aha. Auch eine zu knallen. Ja. Gut.